Ja, meine Lieben, und willkommen auf meinem leckeren Kanal. Es ist ja schon bald Weihnachten und viele backen gerade auch schon fleißig Weihnachtsplätzchen. Aber wir machen heute was anderes. Wir backen heute zusammen Panda-Kekse und zwar mit Matcha-Geschmack. Diese werden am Weihnachten bestimmt auch gern gegessen. Ja, wie viele von euch sicherlich schon wissen, ist Matcha in Asien sowohl als Tee als auch als Geschmacksrichtung sehr beliebt. Es gibt alles Mögliche an Süßspeisen mit Matcha-Geschmack und ich persönlich mag diesen süßen, herben, grünen Teegeschmack sehr, sehr gerne. Wie man Matcha-Tee selber zubereiten kann, sowie die Wirkung von Matcha, habe ich euch bereits in einem anderen Video erklärt. Und für mich ist Matcha-Pulver nicht immer gleich. Die gute Qualität hängt eben von vielen Faktoren ab, von Herkunft, die Herstellung, Verarbeitung, Lagerung und auch die Verpackung spielt da eine Rolle. Und gute Matcha-Pulver, also qualitativ hochwertiges Matcha-Pulver ist leider auch nicht günstig. Aber man kennt gutes Matcha-Pulver eigentlich auch schon direkt an der Farbe und auch am Geruch und von günstigeren Produkten würde ich auch abraten. Für mein Rezept heute verwende ich das Matcha-Pulver von Wonderfoods. Das ist ein Bio-Matcha-Tee und eine Packung hat 100 Gramm und genauso eine Packung werde ich am Ende des Videos auch an euch verlosen und ich hoffe, ich kann damit alle Matcha-Fans eine Freude machen. Ja, der Link zum Produkt werde ich auch in die Infobox schreiben, sowie ein Rabattcode. Nun zum Rezept. Also die Basis ist eigentlich ein Mürbeteig. Das heißt, das Rezept an sich ist relativ einfach, aber es erfordert eben ein bisschen Bastelarbeit und Handgeschicklichkeit. Aber keine Sorge, das werde ich euch gleich Schritt für Schritt zeigen, wie das geht. Zunächst brauchen wir natürlich folgende Zutaten. Das sind 300 Gramm Mehl, 160 Gramm Butter in Zimmertemperatur, 65 Gramm Puderzucker, 2 Eigelb, eine Prise Salz, 5 Gramm Kakaopulver und ca. 10 Gramm Matcha-Pulver. Das ist auch das Matcha-Pulver, was verlost wird. Diejenigen, die noch nicht am Matcha-Geschmack gewöhnt sind, könnt auch ruhig ein bisschen weniger davon nehmen. Alle Zutaten sowie Mengenangaben stehen wie immer unten in der Infobox. Nun geben wir zuerst die Butter in die Rührschüssel, mit einem Handmixer verrühren, dann die Puderzucker dazu, gut mit der Butter vermischen, dann kommt das Eigelb dazu, und eine Prise Salz. Zum Schluss kommt noch das Mehl. Das siebe ich zuerst durch und gebe es dann peu à peu rein. Gut vermengen und ruhig mit der Hand rangehen und gut durchkneten, bis es zu einer homogenen Teigmasse wird. Diese teilen wir dann in drei Stücken. Ein großes, ein mittleres und ein kleines Stück. Das kleine Stück vermischen wir mit dem Kakaopulver und gut durchkneten, bis das Kakaopulver gleichmäßig verteilt ist. Dann das große Stück mit Matcha-Pulver vermischen. Auch hier ist wieder Kneten angesagt. Dann habt ihr eine grüne, eine gelbe und eine braune Teigmasse. Anschließend teilt ihr die braune Masse in 5 Stücke auf. Diese werden länglich gerollt und bilden später Nase, Augen und Ohren des Pandas. Die gelbe Masse wird dreimal aufgeteilt und flach ausgerollt. Nun kommt darauf das erste braune Röllchen, was die Nase darstellen wird. Darauf wird eine gelbe Schicht drüber gelegt und links und rechts wieder 2 dunkle Röllchen, das sind dann die Augen. Dazwischen lege ich noch ein gelbes Röllchen hin, um das Loch zu verstopfen.
Darüber kommt dann den Rest des gelben Teiges drauf. Oben drüber platzieren wir nun die letzten zwei braune Rollen. Das wird nachher die Ohren des Pandas. Zum Schluss rollen wir den grünen Teig aus und umhüllen das Ganze damit. Alles nochmal gut in Form drücken und mit Frischhaltefolie verpacken. Das kommt dann für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank. Nach einer Stunde ist unsere Teigmasse gut verhärtet und wir können es vorsichtig mit dem Messer in Scheiben schneiden. Tada! Die Panda-Kekse sind fast fertig. Nun müssen sie nur noch im Ofen bei 170 Grad für ca. 10 bis 12 Minuten gebacken werden. Dann können sie auch schon verzehrt werden. Dazu könnt ihr ein Glas Tee oder auch ein Glas Milch servieren. Ich finde, die sind wirklich sehr süß geworden und schmecken auch sehr lecker. Mmh, yum yum. Ich hoffe, euch haben meine Matcha Panda Kekse gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Jetzt zu der Verlosung. Wenn ihr gern die Packung Matcha Pulver gewinnen wollt, dann liked das Video natürlich und schreibt mir unten in die Kommentare, dass ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet. Der Gewinner wird dann beim nächsten Video bekannt gegeben und viel Glück, viel Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!